Also die merken das, die lernen das, ja, und die kennen auch den Unterschied zwischen Walk und Wow. Da muss man sich gar keine Gedanken machen. Mhm. Aber einfach das Kommando einbauen, egal ob da jetzt Stangen liegen oder nicht. Mhm. Weil dann kann man das eben auch für die Brücke benutzen, für das Tor benutzen. Oder ich mache das sogar, wenn ich junge Pferde habe und die gehen so ein bisschen angespannt in die Prüfung rein. Dann sage ich einfach Walk und ich merke so richtig so, okay, die kommen runter, die fangen an mit zuzuhören. Also das kannst du eigentlich in jeder Lebenslage so ein bisschen benutzen. Und wenn du jetzt vor die Stange hingehst, machst du da auch vermehrten Steigbügeldruck? Es war ja auch mal, dass man sich wirklich so aufstellt, fast schon in den Steigbügel. Da muss ich sagen, das hatte ich jetzt zum Beispiel bei der Western Melody, aber eigentlich auch nur bei der, weil die schon sehr viel Bremse hatte. Mhm. Also die musste ich eigentlich gar nicht mehr runterbremsen und ich habe die damit eher so ein bisschen am Laufen gehalten. Okay. Wenn ich jetzt junge Pferde habe oder Pferde habe, die eher so ein bisschen unausbalanciert sind noch und eher zu schnell sind, bleibe ich einfach nur gerade sitzen. Okay. Genau. Einfach immer so ein bisschen nach vorne und zwischen die Stangen gucken und einfach versuchen, dieses Gefühl zu bekommen, wo setzt mein Pferd gerade die Beine hin. Keine Angst, das dauert einfach ein bisschen. Das muss man einfach wirklich üben, üben, üben. Mhm. Schrittstangen sind reine Fleißarbeit. Ja, okay. Aber es ist eigentlich schön, weil das kann jeder. Also man sieht einfach, der fleißig ist, das kannst du mit einem Haflinger machen, das kannst du mit jeder Rasse machen. Mhm. Das bekommst du auch mit jeder Rasse hin, du musst es einfach nur machen. Ja. Weil ich finde, Schrittstangen gehen immer so ein bisschen unter. Das übt halt irgendwie keiner.